Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Intermezzo-Folge bei Urban Empire. Ja, wir sind im September 1886 und wir wollen uns heute ein bisschen dieses zweite Zeitalter anschauen. Dieses Zeitalter der Geburt des Nationalbewusstseins. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, wie ich das am besten machen könnte, euch das so ein bisschen näher zu bringen. Es ist so, dass ich euch ja schon im ersten Intermezzo so ein bisschen was zu den verschiedenen Staatengründungen, also vor allen Dingen diesen neuen Staatengründungen, wie zum Beispiel dem Deutschen Kaiserreich oder auch Italien, schon ein bisschen was gesagt habe. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich ganz gern diese Intermezzo-Folge auf das Ende der zweiten Epoche zuschneidern würde. Diese Epoche endet ja 1913, beziehungsweise so zum Umbruch 1914, also sozusagen kurz vor dem Jahr, in dem dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Den werden wir hier also nicht mehr erleben. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich mit den Ursachen des Ersten Weltkrieges beschäftigt, dann muss man ganz schön weit zurückgehen und dann kann man im Prinzip gerade diese Zeit dieses sogenannten Nationalbewusstseins hier ganz gut erfassen und ganz gut aufarbeiten. Und genau das möchte ich heute eigentlich mit euch machen. Ich möchte euch heute im Prinzip so ein paar Gründe nennen. Natürlich nicht alle, weil das füllt ja ganze Seminare und Vorlesungen an Universitäten und Stunden von Dokumentationen im Internet oder im Fernsehen oder wo auch immer. Und deswegen möchte ich das gerne über drei verschiedene Wege tun, die allerdings so ein kleines bisschen ineinander greifen. Zuallererst möchte ich mal was zu dem ganzen Bereich des Imperialismus und des Kolonialismus sagen. Das ist nämlich einer der wesentlichen Gründe mit gewesen, die dann zum Weltkrieg geführt haben. Und es wird sich alles so ein bisschen um dieses Thema drehen. Also vor allen Dingen der zweite Bereich. Ich möchte nämlich die deutsche Außenpolitik ein bisschen in den Fokus setzen dann danach, nachdem ich euch zum Imperialismus und so weiter ein paar kleine einleitende Dinge genannt habe. Weil es nämlich ganz interessant ist, dass gerade die Umstellung der deutschen Außenpolitik nach Bismarck hier ein wesentlicher Grund für Aggression und Spannung in Europa gewesen ist, die sich im Endeffekt auch im Ersten Weltkrieg entladen hat. Also unter anderem auch entladen hat. Deswegen ist es ganz interessant, hier mal diese Außenpolitik, vor allen Dingen Bismarcks und die Außenpolitik, wie sie dann unter Kaiser Wilhelm II. Fortgesetzt worden ist, etwas zu vergleichen. Das möchte ich hier tun. Und anschließend spielt dort noch mit hinein der Punkt der Aufrüstung, der Militarisierung, auch der Konflikte und des Revanchismus, wo ich so ein kleines bisschen auf die Entwicklung vor dem Weltkrieg, also ganz kurz vor dem Kriegsausbruch eingehen möchte und euch auch sozusagen hier ein kleines bisschen was zu diesen diplomatischen Dingen erzählen möchte, die hier anscheinend im Sommer 1914 ziemlich schief gegangen sind und dann sozusagen den Krieg unter anderem mit ausgelöst haben. Wie gesagt, das sind nur eine Handvoll Dinge, die ich euch nennen werde. Ich werde euch zu jedem dieser Bereiche nur eine Handvoll Informationen bringen können, weil es, wie gesagt, einfach unglaublich viel gibt und ich will euch ja hier nicht stundenlang langweilen. Okay. Ja, beginnen wir einfach mal mit dem Bereich des Kolonialismus, des Imperialismus. Der Begriff des Imperiums oder des Imperialismus ist euch vielleicht schon ein bisschen bekannt. Den Begriff Imperium verbinden ja sehr viele vor allen Dingen mit dem Römischen Reich, dem Imperium Romanum, also dem Römischen Reich. Und da haben wir schon ganz viele Aspekte, die sich auch jetzt hier wiederfinden. Es ist im Prinzip so eine, also es ist ein großer politischer Machtraum, der sich immer stärker erweitert und natürlich auch mit verschiedenen Sicherungsapparaten wie einem starken Heer und so weiter versucht abzusichern und natürlich kriegerisch agiert, selbstbewusst agiert und so weiter und so fort. Und eine Spitze hatten wir ja im Imperium Romanum, den Kaiser. So, wenn wir das so ein bisschen ummünzen, denn wie gesagt, wir sind jetzt nicht mehr in der Antike, sondern wir sind natürlich jetzt im ausgehenden 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und dennoch ist die Definition, könnte man sagen, so in etwa gleich, auch wenn sie natürlich jetzt sehr einfach wird, sage ich jetzt mal ein bisschen, was ich jetzt hier sage. Und zwar ist es im Prinzip das rücksichtslose Streben nach weltweiter politischer, wirtschaftlicher, kultureller Macht und Geltung. Das ist also ein ganz wesentlicher, ganz wesentliche Bestandteile
dieses Imperialismus oder auch dieses Imperialismus-Begriffs, wobei man sagen muss, es gibt hier eine ganze Theorie, die sich wirklich nur damit beschäftigt und die sich auch wirklich ganz konkret mit diesem europäischen Imperialismus beschäftigt. Im Endeffekt heißt es eigentlich nur soweit, dass die europäischen Staaten versuchen, ihren Einfluss, ihren kulturellen und ihren machtpolitischen Einfluss global auszuweiten und sozusagen koloniale Ergänzungsräume zu erschließen. Das ist also ganz wichtig. Deswegen müssen wir uns vielleicht auch mal kurz anschauen, was sind denn überhaupt Gründe, warum Staaten auf einmal so handeln? Warum betreiben Staaten Kolonien zum Beispiel, um damit angeben zu können? Vermutlich nicht, oder vielleicht auch, wer weiß. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir koloniale Bestrebungen oder sogar ganze koloniale Bewegungen ja schon immer über viele Zeitepochen hinweg kennzeichnen können. Wir haben das schon zur Antike, wo die Stadtstaaten auf dem Peloponnes auf einmal beginnen, die kleinasiatische Küste zu besiedeln unter anderem. Wir haben natürlich dann im Mittelalter, beziehungsweise im ausgehenden Mittelalter natürlich dann zur Zeit der späten Renaissance und so weiter und so fort mit Kolumbus, und ihr wisst ja, wie ich das meine, haben wir also immer wieder die Bestrebungen, vor allen Dingen hier Spanien, Portugal, später Frankreich und England, natürlich hier überall Einfluss zu gewinnen, machtpolitisch zu agieren und natürlich auch wirtschaftlich. Und deswegen ist es ganz interessant, die Gründe, warum Staaten das machen, sind durchaus vielfältig. Natürlich geht es einmal darum, neue Ressourcengebiete zu erschließen. Ja, also, ja, wenn ihr euch Europa zu der Zeit anguckt, da gibt es nicht mehr so viele Räume, die noch zu erschließen sind. Die industrielle Revolution habe ich euch ja schon so ein bisschen vorgestellt, aber natürlich werden auch im Laufe dieser industriellen Revolution immer mehr Dinge erschlossen, wie gesagt, Kohle vor allen Dingen, Textil und so weiter. Also es gibt gar nicht mehr so viel, was man jetzt im Prinzip noch in Europa aus dem Boden ziehen kann, wo sozusagen noch niemand seine Fahne hineingesteckt hat und es als Besitz gekennzeichnet hat. Aber das gibt es natürlich in Übersee, wo man natürlich auch an exotische Ressourcen kommen kann. Das ging am Anfang los mit beispielsweise Stoffen, mit Gewürzen, wurde dann später natürlich auch mit Kautschuk und Gummi und so weiter und natürlich nicht zuletzt im 20. Jahrhundert dann mit Öl, was ja jetzt auch wieder sehr stark im Brennpunkt steht, weiter vorangetrieben. Das heißt also, ein wichtiger Grund ist also hier die Erschließung wirtschaftlicher Ressourcen, die dann gehandelt werden können, beziehungsweise für den Eigenbedarf in die Heimat geschickt werden können. Weiterhin ist es auch noch so, dass ein Staat durchaus Leute in die Ferne schickt, um zu besiedeln, weil es einfach zu wenig Wohnraum gibt, weil es zu starke soziale Konflikte gibt, vielleicht auch politische Konflikte, gibt religiöse Konflikte, wer sich beispielsweise an die Mayflower erinnert, mit den Kolonisten, die sozusagen dort die als Gründerväter der 13 amerikanischen Staaten angesehen werden. Das ist also ganz interessant, dass also auch hier immer wieder solche Probleme dazu führten, dass sich Kolonien gegründet haben oder Kolonien gegründet wurden. Ein weiterer Punkt, der damit hineinspielt, ist durchaus auch, dass man von innenpolitischen Problemen ablenken will, und diese versucht an die Peripherie, also an den äußersten Rand des eigenen Machtgebietes, entweder komplett abzuschieben oder die einfach auszublenden, indem man sagt, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Das Deutsche Reich ist zum Beispiel später einer derjenigen Staaten, der ganz aktiv versucht, auch die Überspielung eigener innenpolitischer Probleme, indem eine bestimmte Art der Außenpolitik gehandelt wird, die beispielsweise an den deutschen Grenzen zu Problemen führt und damit eben das Aggressionspotenzial oder auch das Konfliktpotenzial eher nach außen trägt als nach innen, ganz einfach damit die Staaten stabil bleiben und damit die Regierungen stabil bleiben. Das ist also auch hier ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, natürlich treten dadurch nicht zuletzt die Staaten auch in eine gewisse Konkurrenz zueinander, indem es eben darum geht, möglichst viele Gebiete einzunehmen, möglichst viele Stützpunkte zu unterhalten. Das ist also ganz wichtig. Und es ist also auch so, dass wir zu der Zeit, als das Deutsche Reich sozusagen überhaupt erst beginnt, außenpolitisch, also sprich kolonial aktiv zu werden, wir im Prinzip die Welt schon größtenteils
aufgeteilt haben. Wie an einem Kuchen, wenn man es mal ganz grausam sagen will. Ja, also das geht vor allen Dingen, das betrifft vor allen Dingen Afrika, aber natürlich auch im großen Rahmen China und Indien. Ja, also die wichtigsten kolonialen Nationen sind natürlich an dieser Stelle eben England und sind Frankreich. Das ist also ganz, ganz stark. Und ganz interessant wird das zum Beispiel und ganz deutlich wird das vor allen Dingen, wenn man mal einen Blick auf die Zahlen wirft. Wenn man sich zum Beispiel mal die Zahlen im Jahre 1899 anschaut, dann wird man feststellen, dass in Großbritannien so circa 38 Millionen Menschen leben. Also auf dem Gebiet Großbritannien circa 38 Millionen Menschen. Aber allein die abhängigen Gebiete, also die kolonial abhängigen Gebiete, allein dort leben fast 347 Millionen Einwohner. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist gigantisch. Ja, während das Deutsche Reich etwa 54 Millionen Einwohner zählt und dann später knappe 9 Millionen Einwohner in abhängigen Gebieten. Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass die Deutschen ja später nicht nur in Afrika Kolonien unterhalten, sondern zum Beispiel auch im pazifischen Raum. Das ist ganz interessant. Aber wie gesagt, diese Zahlen will ich euch jetzt nicht so gigantisch ausbreiten, weil das ist gar nicht so der Witz. Ihr sollt aber nur verstehen, dass natürlich über diese Konkurrenz, die jetzt hier entsteht, und das wird jetzt bis in diesen zweiten Punkt der neuen Außenpolitik einfließen, dass die Konkurrenz, die hier entsteht, natürlich schon bevor jetzt das Deutsche Reich sich dazu entschließt, Kolonien hinzuzugewinnen, hier schon für Probleme sorgt, nämlich zwischen den Staaten an sich, also zwischen Frankreich und zwischen England gibt es also hier schon ganz massive Probleme. Und es ist auch nicht ausgeschlossen gewesen, dass es selbst zwischen diesen Staaten schon gelegentlich mal hätte zum Krieg kommen können, vor allen Dingen, was den kolonialen Einfluss in Afrika betrifft. Genau, jetzt komme ich schon zum zweiten Punkt, der damit einfließt, nämlich die neue Außenpolitik des Deutschen Reiches. Ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt. Ja, wir müssen so ein bisschen in die Lage versetzen, von Bismarck unter anderem, um überhaupt verstehen zu können, warum diese Außenpolitik, die jetzt ab 1890 dann später betrieben wird, warum die eben das befeuert. Also warum die gerade dieses Konfliktpotenzial in Europa befeuert. Warum eine Kolonialpolitik des Deutschen Reiches eigentlich so viel Unheil in Anführungsstrichen anrichtet. Dazu müssen wir uns angucken, was Bismarck eigentlich gemacht hat. Also, als Bismarck, beziehungsweise nach den Einigungskriegen, sich das Deutsche Reich formen konnte, erinnert ihr euch ja noch, das geschah in Versailles, nach der vernichtenden Niederlage der französischen Armee in der Schlacht bei Sedan. Das sieht sehr schön aus hier, Entschuldigung, muss mich kurz ein bisschen ablenken lassen. In der Schlacht bei Sedan. Und anschließend wurde das Deutsche Kaiserreich ja in Versailles proklamiert, also ausgerufen. Daran könnt ihr euch bestimmt noch erinnern, darüber habe ich in der letzten Folge schon, also Intermezzo-Folge, schon gesprochen. Und nun ist es so, dass Bismarck jetzt sofort beginnt, ein außenpolitisches Netz zu weben, das ein einziges Ziel hat. Und dieses Ziel ist eine Isolation oder eine Isolierung Frankreichs. Warum? Es gab Streitigkeiten zwischen Bismarck und dem deutschen Kaiser Wilhelm I. um die Frage Elsass-Lothringen. Bismarck wollte eigentlich, so wie wir das den Quellen entnehmen können, nicht, dass es zu einem Anschluss Elsass-Lothringens kommt, ganz einfach, weil es eine, ja, man kann sich darüber streiten, war es mal deutsch oder nicht, war es bestimmt im Mittelalter irgendwann mal, aber es war eine der Kernprovinzen Frankreichs im Prinzip und mit einer, ja, starken französischen Gesellschaft bzw. Bürgern und war damit im Prinzip ein Teil Frankreichs so. Und dieser Teil Frankreichs sollte jetzt im Deutschen Reich angegliedert werden. Und das wusste Bismarck, das musste zwangsweise zu Revanchismus und zu aggressiver Politik seitens Frankreich führen. Das heißt also, Revanchismus kommt hier schon so ein bisschen als Begriff auf, meint also hier vor allen Dingen die Rache für diesen Krieg von 1870-71 und Rache für den Verlust Elsass-Lothringens. Und der deutsche Kaiser, Wilhelm I., der war im Gegenteil zu Bismarck, der eben diesen Anschluss vermutlich nicht wollte, der Meinung, ein Sieg auf dem Schlachtfeld oder generell ein Sieg im Krieg könne nur einhergehen mit territorialen Änderungen und deswegen bestand er ganz massiv auf die Eingliederung Elsass-Lothringens in das Deutsche Reich.
So, und damit war Bismarck im Prinzip in einer Zwickmühle und genau das ist eben der Grund, warum Bismarck jetzt anfing, so ein außenpolitisches Netz zu weben, um Frankreich auszukreisen. Das heißt, Frankreich sollte also es nicht irgendwie schaffen, ein Bündnissystem oder Bündnisse zu schließen, um irgendwann wieder gegen das Deutsche Reich Krieg führen zu können. Das hängt natürlich auch mit der unglaublich ungünstigen strategischen Lage Deutschlands zusammen, das ja mitten auf dem Kontinent Europa zwischen verschiedenen Nationen liegt, sozusagen eingekreist ist. Wir haben da, wie gesagt, Frankreich, Italien, Russland, England und so weiter und so fort. Und da besteht natürlich die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges, eines zukünftigen Zwei-Fronten-Krieges und den gilt es natürlich zu verteidigen. Und einer der wichtigsten, so war es eben halt Bismarcks Meinung, einer der wichtigsten Träger dieses Gedankens, dass man hier ein Bündnis gegen Deutschland schmieden könnte, um wieder so eine Situation zu erreichen, war eben Frankreich und war auch nicht unlogischerweise Frankreich. Was hat Bismarck also gemacht? Bismarck schloss also jetzt verschiedene Bündnisse mit europäischen Staaten, allen voran das Drei-Kaiser-Bündnis mit Österreich, Ungarn und Russland. Das war ein sehr stabiles Bündnis, das auch relativ lange halten sollte. Und gleichzeitig schloss Deutschland auch mit Russland einen Rücksicherungsvertrag ab, damit also hier alles weiterhin funktional bleibt. Dann schloss Deutschland ebenfalls bzw. Bismarck den Dreibund ab, und zwar im Jahre 1882. Ja, das Drei-Kaiser-Bündnis war 1873. War 1873 und wurde dann später nochmal 1881 erneuert, sozusagen. Der Dreibund zwischen Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien von 1882 sicherte also auch hier Italien im Bündnis. Und jetzt machte dann Bismarck noch einen ganz interessanten Coup, könnte man sagen. Er initiierte nämlich unter anderem den Orient-Dreibund zwischen Österreich, Ungarn, Italien und Großbritannien. Und damit war Frankreich, wenn ihr es euch so vorstellt, de facto ausgeklammert. Ja, also Frankreich hatte jetzt aufgrund dessen keine wirkliche Möglichkeit, mit einem der europäischen anderen Großmächte ein Bündnis einzugehen. Und das blieb auch relativ lang genauso. Und jetzt sollte sich das aber ab 1890 massiv ändern. Was unter anderem auch, und das muss man eben halt an der Stelle auch nochmal anmerken, was auch mit den neuen außenpolitischen Zielen zu tun hat, die jetzt hinzugekommen sind. Während sich nämlich Bismarck absolut gegen Kolonien ausgesprochen hat, weil er eben der Meinung war, man muss jetzt erstmal das sichern, was man hat. Es geht darum, das Deutsche Reich aufzubauen, es vor allen Dingen wirtschaftlich zu stärken und politisch zu stärken. Und wir wissen ja alle, dass das dann ein bisschen problematisch wurde für Bismarck, der dann sozusagen mit Kulturkampf und so weiter gegen die Kirche und dann später noch gegen die, mit den Sozialistengesetzen gegen die SPD versuchte vorzugehen, die immer mehr Einfluss in der deutschen Politik gewinnen konnte. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wichtige Dinge wie ein Sozialversicherungssystem unter Bismarck Einzug genommen haben, damit eben auch hier auf die Fragen der Zeit eine Antwort gefunden werden konnte. Seine Politik wurde damit sozusagen überschrieben mit diesem Zuckerbrot- und Peitsche-Motiv. Also das ist da eigentlich ganz bekannt. Ja, wie gesagt, 1890 musste Bismarck also gehen. Er wurde entlassen durch den Kaiser. Und daraufhin änderte sich die deutsche Außenpolitik massiv, denn Wilhelm II. War der Meinung, Deutschland brauche seinen Platz an der Sonne. Deutschland brauche Kolonien, möglichst überall, möglichst in Übersee. Und das war eben, wie gesagt, schon relativ schwierig, weil gar nicht mehr so viel zu verteilen war. Im Endeffekt änderte sich darüber hinaus jetzt allerdings auch noch das außenpolitische System. Deutschland vernachlässigte nämlich an dieser Stelle vor allen Dingen die Rücksicherungsverträge mit Russland. Und das war eben, nicht ganz so, sagen wir mal, optimal. Denn es gab Frankreich die Möglichkeit, eine Militärkonvention ab 1894 mit Frankreich einzugehen. Ja, das war also eine ganz wichtige Sache. Und das Problem war hier also auch, dass Frankreich immer mehr gelöst wurde aus dieser Rolle der Isolation, ganz einfach, weil man dem Deutschen Reich außenpolitisch nicht mehr vertraute.
Ja, gerade diese starken Ambitionen im kolonialen Raum und natürlich dann später auch im Bereich der Militarisierung, vor allem der Flottenaufrüstung, sorgten eben dafür, dass Großbritannien immer stärker sein Prinzip der Isolation, denn auch Großbritannien hatte im Prinzip eine, ja man könnte sagen, eigene Art der, des außenpolitischen Programms, die Splendid Isolation, die im Prinzip daher kam, weil Großbritannien sich nicht in das Geflecht der Großmächte auf dem Kontinent einmischen wollte. Aber nun hier eben durch dieses ambitionierte und äußerst aggressive Deutsche Reich sich dazu veranlasst sah, diese Politik einerseits aufzugeben und eben mit den anderen europäischen Mächten in Kontakt zu treten. Und genau so kam es dann auch. Und als Reaktion auf das Säbelrasseln, das also das Deutsche Reich hier schon anstimmte, also ich erinnere da zum Beispiel im Bereich China an die Boxeraufstände, die von Wilhelm II. Mit dem Spruch niedergeworfen werden sollten, beziehungsweise die Soldaten sollten das niederwerfen, und Wilhelm II. Hielt eine berüchtigte Rede, die sogenannte Hunnenrede, in der er sagte, man solle keine Gnade dort zeigen und dass es auch kein Chinese mehr wage, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Und solche Fauxpas, könnte man sagen, solche außenpolitischen Missgeschicke, um es mal so zu sagen, in Verbindung eben mit diesem starken Drang nach Kolonien, den Deutschland auch versuchte zu befriedigen und auch ja in Anführungsstrichen befriedigt bekam, in zum Beispiel Regionen wie Kamerun oder Deutsch-Ostafrika oder Deutsch-Südwestafrika, führte das wie gesagt trotzdem zu einem allmählichen Zusammenrücken der europäischen Großmächte, eben England und Frankreich, und schon 1904 schlossen sich Frankreich und Großbritannien zur Entente Cordiale zusammen. Eigentlich war diese Entente Cordiale, eine Grundvoraussetzung für die auch spätere Mächtekonstellation im Ersten Weltkrieg darstellt, war es eigentlich eine Übereinkunft zwischen Frankreich und Großbritannien, die Afrika-Kolonialpolitik betreffend. Denn gerade dort war die Abgrenzung der verschiedenen Einflussbereiche und kolonialen Einflusssphären eigentlich ein stetiger Herd und ein stetiger Grund für Konflikt zwischen den beiden Staaten. Die legten das jetzt aber bei, damit sie sich sozusagen in ihrer Außenpolitik gegen das Deutsche Reich in Anführungsstrichen richten konnten. Es ist schwierig zu sagen, ob das wirklich so gewesen ist, aber es diente natürlich dazu, um hier aufmerksam zu machen, hier, Achtung, damit sind wir nicht einverstanden. Wichtig ist nur, Frankreich durchbrach damit komplett diesen Isolationsstatus und das Deutsche Reich ließ das im Prinzip zu. Im Endeffekt blieben dem Deutschen Reich dann später nur noch ein wirklich wichtiger und wesentlicher Verbündeter, und das war Österreich-Ungarn. Ja, das heißt also auch hier ist das Problem, dass sich auch dieser Dreibund mit Italien Schritt für Schritt beginnt aufzulösen. Es gibt dann im Endeffekt noch Verträge mit Italien, das hängt auch damit zusammen, dass man auch auf Italien als Partner im Ersten Weltkrieg ja gehofft hat, aber die Tatsache, dass Italien nur am Krieg teilnimmt, wenn eine der Mächte angegriffen wird, von einer dritten Macht angegriffen wird, und das nicht stattgefunden hat, weil dazu sage ich später noch was im Bereich der militärischen Strategie, ja, führte eben dazu, dass sich Italien auch hier nicht mehr in der Lage sah, diesen Dreibund aufrechtzuerhalten. Aber die Tendenzen dafür, die liegen schon weit vorher, die liegen in dieser Zeit ab 1890. Wir haben also in Europa, und das ist ganz wichtig, also immer stärker einen Konflikt zwischen zwei großen Blöcken, und das ist eben im zunehmenden Maße dieser Zweibund, so könnte man das ja sagen, zwischen Deutschland, dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn, die hier also in unerschütterlicher Nibelungentreue zueinander stehen und das Bündnis halten wollen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Entente Cordiale, die sich später, und das ist auch ganz wichtig, die sich später noch zur Triple Entente mit Russland zusammenschließt. Das dauert aber noch ein kleines bisschen. Das heißt also, auch hier ist dieser Wechsel der Außenpolitik einer der wesentlichen Gründe für den Ersten Weltkrieg, weil sich hier Fronten verhärten. Ja, weil sich hier Bündnisse unversöhnlich gegenüberstehen und gegenseitig mit den Säbeln rasseln.
Und das ist eben ein Problem. Und das führt jetzt im Prinzip zu einem der letzten Gründe, die ich noch beleuchten möchte, nämlich diesen ganzen Bereich der Aufrüstung, des Militarismus und auch der Konflikte, die dann im Ersten Weltkrieg endeten. Also zuallererst muss man natürlich sagen, dass alle Staaten Europas einen geradezu rücksichtslosen Militarismus betrieben haben. Und Preußen spielte da natürlich auch keine Ausnahme, also auch hier war natürlich das Heer ein ganz wesentlicher Aspekt und auch der Status, gedient zu haben oder der Status, Soldat zu sein, war ein ganz hoher. Das sieht man auch nicht zuletzt daran, dass die SPD, das ist ganz interessant, die SPD, die sozusagen 1914 die Aufsicht über die Kriegsanleihen hatte, beziehungsweise sozusagen das Parlament, in dem die SPD saß, musste zustimmen, dass Krieg geführt werden konnte, weil man da im Prinzip Gelder brauchte. Und die Abgeordneten der SPD sahen hier eben die Chance gekommen, dass man sie endlich nicht mehr als vaterlandslose, in Anführungsstrichen, vaterlandslose Gesellen sieht, sondern dass sie endlich die Chance haben, auch in dieser Gesellschaft als Patrioten gelten zu können. Und die haben das deswegen unterstützt. Es ist sozusagen das erste große Dilemma der Sozialdemokratischen Partei, die eigentlich den Pazifismus auf den Fahnen hat. Aber naja. Also wie gesagt, dieser Militarismus hat im Prinzip die Gesellschaften grundlegend durchdrungen und eben nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in Frankreich und in England. Da wurde dann Spielzeug hergestellt. Es gab Paraden. Die Militärtechnik machte natürlich gigantische Fortschritte im Bereich der Marine. Genauso wie dann später auch den ersten Ideen zur Automobil- und Luftfahrt. Da war immer das Militär so ein bisschen der Träger, könnte man sagen. Und natürlich auch im Bereich der herkömmlichen Bewaffnung. Ja, später die Maschinengewehre und so weiter und so fort. Also dieser Krieg, der sich dann ja später komplett unterscheiden sollte von Kriegen, die davor gewesen sind. Wichtig wird in dieser Zeit, und das ist also auch ein stetiger Grund für Konflikte und Aggressionen, ist hier unter anderem das Flottenprogramm des Deutschen Reiches. Denn Wilhelm II. Möchte ab 1897 unter Tirpitz mit verschiedenen Flottengesetzen, so werden die genannt, eine deutsche Großkampfflotte aufbauen. Und beginnt dazu natürlich mit dem Bau von Schlachtschiffen und mit Kreuzern und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Problem, und zwar vor allem für Großbritannien, dass natürlich die vorherrschende Seemacht bleiben möchte. Und natürlich ist Großbritannien auch immer daran interessiert, dass auf dem Kontinent Ruhe herrscht, in Anführungsstrichen, dass also keine wirklich gigantische Hegemonialmacht gibt. Und dahingehend muss man natürlich auch sagen, dass die Gründung des Deutschen Reiches ja schon allein dieses ganze innereuropäische Staatengefüge massiv beeinträchtigt hat. An der Stelle. Okay, also wie gesagt, die lassen sich davon eben nicht abhalten. Als dann das zweite Flottengesetz um 1900 circa beschlossen wird, reagiert das englische Militär oder die englische Politik mit dem Two-Power-Standard. Das heißt also, für jedes deutsche Schiff werden zwei englische Schiffe gebaut und damit merkt man schon, also es kommt zu einem massiven Wettrüsten zwischen diesen beiden Großmächten, die sich eben zudem auch noch in Fragen der Außenpolitik nicht unbedingt so wirklich grün sind. Und dazu kommen jetzt noch verschiedene weitere Konflikte, die in dieser Zeit eine ganz große Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel in Afrika immer wieder Krisen, die Marokko-Krisen, ganz massiv, die gehen eine ganze Weile. Da geht es dann immer wieder darum, dass es zu Konflikten zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich in Marokko kommt, um Einfluss, und die deutsche Politik eben auch hier nicht unbedingt sehr verständnisvoll reagiert, indem dort zum Beispiel die Interessen des deutschen Handels gewahrt werden sollen und man schickt dort eben halt einfach mal ein Kanonenboot vor die Küste, der sogenannte Panthersprung von Agadir. Und das ist eben auch wieder ein Zeichen dafür, hier ist Säbelrasseln, hier ist keine richtige Diplomatie, könnte man sagen. Das ist also ein gigantisches Problem. Und als Reaktion später auf diese Marokko-Krisen wird auch 1912 dieses Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien verstärkt. Das wird also jetzt ein richtiges militärisches Bündnis, das sich beisteht im Kriegsfall, weil das eben hier schon im Prinzip abzusehen ist. Eine weitere Sache, die hier mit hier zum Krieg führen soll
und später auch maßgeblicher Auslöser des Krieges wird, ist allerdings eine Situation in einer ganz anderen Ecke, nämlich auf dem Balkan. Auf dem Balkan ist die Situation so, dass das Osmanische Reich, das ja bis kurz vor Wien mal gestanden hat, also schon seit Jahrzehnten in einem, naja, man könnte sagen, politischen und außenpolitischen Verfallsprozess verhaftet ist. Es verliert immer mehr Provinzen, das Land ist innenpolitisch geschwächt, wird allerdings dann später auch ein Bündnispartner der sogenannten, des sogenannten Bundes mit Deutschland und Österreich-Ungarn, ist also ganz wichtig. Aber ein Problem ist eben halt hier auch diese Vielvölkerei, in Anführungsstrichen, auf dem Balkan, die wird eben halt hier für das Osmanische Reich immer mehr zum Problem. Wir müssen uns ja so vorstellen, dass auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches um ca. 1908, da umfasste das im Prinzip noch diesen ganzen mazedonischen Bereich, bis hoch nach Serbien und Montenegro. Und man muss sich also vor Augen halten, dass dort heute im Prinzip, dass dort später Völkergruppen lebten, natürlich Albaner, Serben, Griechen, Bulgaren auch, muss man sagen, natürlich Bulgaren, Albaner und natürlich Montenegriner. Und alle diese Bevölkerungsgruppen, die sehnten sich unfassbar nach einem Ausbruch und nach einer nach Eigenständigkeit und nach einem Ausbruch und aus der osmanischen Vormundschaft. Griechenland ist das schon vor einer ganzen Weile gelungen. Muss man an der Stelle ja mal sagen, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, dass ja Kreta etwa 1898 autonom geworden ist und so weiter und so fort. Kommt es allerdings auch hier vermehrt zu Konflikten, und zwar zu mehreren Konflikten auf dem Balkan. Und zwar zuallererst geht es im Prinzip darum, dass die Balkanstaaten ihre Unabhängigkeit fordern, und kaum haben sie die Unabhängigkeit nach ganz schönem Schlachten und hin und her erlangt, fangen die Balkanstaaten auf einmal an, untereinander Krieg zu führen, um Einflussgebiete, um Grenzen und um Macht und um Politik. Und das Problem ist an dieser Stelle eben, dass sich hier auch die Großmächte einmischen, nämlich vor allen Dingen das russische Zarenreich und auch Österreich-Ungarn. Das russische Zarenreich sieht sich auf dem Balkan als Schutzmacht aller slawischen Völker und möchte deswegen natürlich Einfluss gewinnen, und Österreich-Ungarn drückt sozusagen ebenfalls in diese Gebiete, ganz einfach, weil es seine Macht auf dem Balkan stärken möchte. Und man muss natürlich auch sagen, dass auch Österreich-Ungarn natürlich ein gigantischer Vielvölkerstaat ist, in dem viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, Ethnien und so weiter schon miteinander leben und auch nicht unbedingt friedlich miteinander leben. Das ist also eine unglaublich schwierige Zeit. Man spricht also hier auch vom Pulverfass Balkan. Und jetzt kommt es im Prinzip so, dass also in dieser aufgeheizten Stimmung, ja, also wir haben in Zentraleuropa, in Anführungsstrichen, Zentraleuropa, bei Deutschland und so weiter, haben wir also Probleme zwischen den Mächten dort, also zwischen dem Deutschen Reich, Frankreich, Großbritannien. Auf dem Balkan kracht es, in Anführungsstrichen, zwischen dem Osmanischen Reich, Russland und ebenfalls Österreich-Ungarn. Es geht ja also um sehr, sehr viel. Und in dieser aufgeheizten Stimmung wird der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo erschossen. Und das führt im Endeffekt zu einer verhängnisvollen Ereigniskette, die im Weltkrieg enden sollte. Es ist also jetzt so, dass ich jetzt ganz kurz abschließend für euch noch einmal zwei, drei Worte sagen möchte, was jetzt überhaupt hier alles passiert ist. Wir müssen uns also vorstellen, dass ein serbischer Nationalist den österreichischen Thronfolger erschießt. Daraufhin versichert sich Österreich-Ungarn den Rückhalt des Deutschen Reiches. Kaiser Wilhelm II. Gewährt dem österreichischen Kaiser diesen Rückhalt. Man redet hier vom sogenannten Blankoscheck. Und daraufhin stellt Österreich-Ungarn an Serbien ein unmöglich zu haltendes Ultimatum. Und zwar so weit, dass es hier schon fast zur Aufgabe der Autonomie kommen soll. Und das ist natürlich auch etwas, was unmöglich für Serbien anzunehmen ist. Daraufhin erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Daraufhin erklärt das Russische Reich Österreich-Ungarn den Krieg und damit natürlich auch Deutschland.
hat Deutschland gar keine Wahl mehr im Prinzip. Das heißt also, hier ist schon eine verhängnisvolle Konstellation eingetreten. Natürlich gibt es hier ganz viel diplomatisches Gerangel noch und man versichert sich dort sozusagen noch der Möglichkeiten und so weiter, aber viel kann man da jetzt schon nicht mehr aufhalten. So, und jetzt haben wir schon die eine Seite im Krieg, aber es ist noch kein europäischer Komplettkrieg, könnte man sagen. Der entsteht jetzt erst. Und zwar entsteht der durch die militärische Strategie, die das Deutsche Reich hatte. Die militärische Strategie des Deutschen Reiches sah nämlich nicht als erstes einen Krieg im russischen Zarenreich, sondern einen Krieg in Frankreich vor. Ganz einfach, weil man davon ausgegangen ist, dass das russische Reich, was ja riesig groß ist, was so war die Annahme, relativ schlecht erschlossen ist und mit einer schlechten Infrastruktur ausgerüstet ist, sehr lange braucht, um zu mobilisieren und die Streitkräfte an die Grenzen zu fahren. Und deswegen der stärkere Gegner, der das natürlich auch ausnutzen würde, eher im Westen zu finden ist und dass man eben zuerst Frankreich in einer blitzartigen Aktion niederwerfen soll, um sich danach mit aller Kraft gegen Russland zu wenden. Das heißt also, dass die militärische Strategie des Deutschen Reiches geht hier also von zwei verschiedenen Annahmen aus. Erstmal, und die Annahme ist falsch, dass Russland sehr lange brauchen wird, um zu mobilisieren. Das ist nicht der Fall. Russland mobilisiert unglaublich schnell, was auch daran liegt, und da sind wir wieder bei der Militärkonvention, weil Frankreich in Russland vor allen Dingen den Aufbau eines Schienennetzes betrieben hat. Das war aber nicht so ganz klar, oder man besaß da falsche Informationen. Das ist also der erste Grund. Das zweite Problem ist, dass das Deutsche Kaiserreich nicht einfach so nach Frankreich marschieren kann. Es gibt einen ganz konkreten Plan, den Schlieffenplan, der später vom Moltke dem Jüngeren etwas umgearbeitet worden ist, und zwar einen invasionsartigen Einfall über Belgien nach Frankreich. Frei nach dem Motto, macht mir die rechte Flanke stark, sollte das deutsche Heer über Belgien kommend in Frankreich einfallen. Und da die Belgier die Deutschen nicht passieren lassen wollten, aber dieser Zeitplan gehalten werden musste, überfielen die deutsche Armee die belgische Grenze mit einer richtigen Invasion, und Belgien war verbündet mit England, und daraufhin erklärte England Deutschland im Krieg und wir haben den Weltkrieg an der Backe, weil natürlich auch Frankreich längst die Kriegserklärung erhalten hat. Und damit ist im Prinzip, das ist jetzt ein bisschen sehr einfach für euch gehalten, aber nur, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie auf einmal aus so einem Konflikt da ein Weltkrieg zustande kommt, der später noch mit dem Eintritt der USA quasi noch komplett wird. Ein Krieg, der überall ausgefochten wird, in Afrika, in China, in Europa natürlich, also ganz massiv, und der sehr, sehr viele Millionen Tote als Resultat hat und die Umgestaltung eines ganzen Kontinents, könnte man sagen, zur Folge hat, nämlich Europa zur Folge hat. Und nicht nur dort wird sich viel ändern, sondern auch in anderen Staaten wie in Russland. Und das ist also eine sehr interessante Sache. Ja, an dieser Stelle würde ich das kleine Intermezzo 2 beenden. Ihr habt heute von mir mal einen kleinen Einblick bekommen, was eigentlich so in dieser Zeit, die wir hier so als Geburt des Nationalbewusstseins lesen können, was so eigentlich alles passiert ist. Und das alles auf den Ersten Weltkrieg ausgerichtet, auf den wir uns ja hier ziemlich stark zubewegen. Ja, es ist eben halt ein Problem und eine Sache, die auch heute wieder auftaucht, nämlich die Frage des Nationalismus, des aufkommenden Nationalismus, des stärker werdenden Nationalismus. Und man muss natürlich auch sagen, dass es der Nationalismus auch hier gewesen ist, der die Menschen freudestrahlend am Anfang in den Krieg geführt hat. Ja, also dieses sogenannte August-Erlebnis, von dem man hier berichtet im Jahr 1914, also dass die Leute freudestrahlend an die Front gefahren sind, weil man diesen Krieg als heilsbringend schon quasi aufgefasst hat und als fast schon göttlichen Willen in Anführungsstrichen aufgefasst hat, das sollte sich eben sehr schnell, sehr stark ändern. Aber, und das wisst ihr auch, es wird nicht der letzte Weltkrieg sein, der Europa und die Welt durchschütteln wird, in Anführungsstrichen. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder zu einer, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Folge Urban Empire.
Wir wollen hier versuchen, unser eigenes kleines Empire ein bisschen auszubauen. Das sieht ja ganz gut aus bis jetzt und ich freue mich darauf, was wir zusammen hier noch so erreichen werden. Macht's gut und bis bald.